just keep your cool. Also in jedem Planeten so ist, ne? Ich meine, Insekten sind ja so, ich sag jetzt mal, die primitivste Lebensform, die sich entwickeln kann. So, jetzt mal neben so Wasser, Gedöns, was es da so gibt, hier so. Wie hießen die nochmal? Bärchentiere oder so? Ich habe das Wort vergessen. Ich hatte das mal in Bio, da mussten wir so Wasser untersuchen nach irgendwelchen ekligen Viechern und boah, ich habe fast das Kotzen gekriegt, so eklig war das. Naja, jedenfalls, ne? Ist ja, das sind so Insekten halt, so eine ziemlich primitive Lebensform, die sich halt entwickeln kann. Dass die so groß werden können, das ist natürlich jetzt auch wieder eine, wenn die keine natürlichen Feinde haben und so. Oh Mann, jetzt, hallo? So. Matsch. I was just getting warmed up. Bring him on. Diligence, diligence. Sie freut sich wieder an Keks. Kann sie denn heilen oder so? Ich will mal ganz kurz was gucken. Kenntnisse. Kenntnisse einsetzen. Was kann sie denn? Sie kann ernten. Ach, so ist das. Das ist ja toll. Gegenstände einsetzen. Blaubeeren. 40% der HP, 70, 40 MP. Einen hier. Fress mal. Was stand da gerade? Was heißt denn diese 10 da unten? Ich habe keine Ahnung. Ich finde es so ein bisschen blöd, dass hier so mitten auf dem offenen Feld irgendwie keine. Ach, da war ein Viech. Toll. Es sind hier irgendwie keine Speicherpunkte, kann das sein? Just keep your cool. Come on, let's do this. Das ist ein bisschen arm. I was just getting warmed up. Bring him on. So. Noch mehr Viecher. Laufen wir aber einfach mal dran vorbei. Karte. Ich glaube, hier sind wir richtig. Da an dem blauen Punkt. Oder? Hier ist doch unser Ziel, oder? Irgendeine Höhle ist hier. Überrascht sind wir. We were too careless. Damn it. Na, lass die Tussi in Ruhe. I was just getting warmed up. Bring him on. Ich glaube, wir müssen gar nicht hier hin. Wenn ich das richtig sehe. Oh, da fliegt ein Viech. Spieledaten. Ja, speichern können wir nicht. You don't say. Viech. Schon wieder überrascht. Warum werden wir blöd überrascht? I was just getting warmed up. Bring him on. Ich glaube, das sind immer so kleine Achievements, die wir kriegen. Was anderes kann ich mir da nicht erklären. Was das jetzt genau sein soll. Okay, wir kommen einfach. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen.
Ich meine, da oben in der Ecke waren wir. Da ist der einzige Durchgang, den wir haben. Jetzt sei nicht wieder überrascht. Ja, ich wollte schon sagen. Halt mich an, ihr Rotz. Wonderful. I'm so glad everyone's safe. Now that's what I'm talking about. Ja. Dann musst du jetzt tatsächlich noch mal so einen Trank nehmen oder so. Oder was das auch immer ist. Gegenstände. Gegenstand einsetzen. Gut Hunger. Wo war nochmal denn? Ne, da ist die falsche Richtung. Ich wollte dann doch schon in die Richtung. Schade, dass wir nicht nach oben gucken können. Ah, da. Hä? Da war was. Dieser Krater hier muss durch einen gigantischen Aufbau entstanden sein, um die Zeichen an der Seite zu sehen. Was? Die Zeichen an der Seite sehen wie Schrift aus. Was auch immer ist es auf jeden Fall künstlerisch. Das sind anscheinend die beiden Ausgänge. Ne? Ah, wieder falsche Taste gedrückt. Das ist so nervig. Mehrfach tot. Okay. Natürlich kannst du hilfreich sein. Du hast Brüste. Ich meine, das hatte schon alles. Ist das eklig. Das ist echt widerlich. Also, ne, das ist richtig widerlich. Getting warmed up. Bring him on. Now that's what I'm talking about. Gerel heißen die. Die ekligen Dinger. Aus der Sonne. Na, oh, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Präventivangriff. Come on, now's our chance. Now's the time to strike. Ach so, die Viecher können auch diese Spezialangriffe einsetzen. Und die Dinger sogar relativ häufig. I was just getting warmed up. Bring him on. Was heißt denn Fohl mal eins? Also, dass wir dann eine gelbe Platte haben. Okay, aber was brachte diese Dings nochmal? Was war Fohl nochmal? Ich habe keine Ahnung. Na egal. In die Richtung, oder? Ja, Fledermaus. Now
können, wenn ich wieder präventiv angreife. Ich habe so keinen Plan von dem, was ich hier tue, aber ich hau einfach mal drauf rum, weil das kann ja nicht so falsch sein. I was just getting warmed up. Bring him on. Ich finde auch toll, dass es jetzt irgendwie dauerhaft ist. Hier ist ein Loch. Und wir haben zwei Blaubeeren erhalten. Das gefällt mir sehr gut. Und jetzt rennen wir sofort den nächsten Käfer. Ich heiße Käfer. Ich weiß nicht, ob das ein richtiges Spiel für mich ist. Ganz im Ernst. Ganz Käfer. Oh, ich habe letztens diesen Anime gesehen. Wie heißt der nochmal? Nuskia aus dem Tal der Winde oder so. Das ist hier von dem selben Zeichner wie Chihiros Reisen und all sowas. Und da geht es ja auch um Rieseninsekten und über irgend so ein Meer der Fäule, was sich ausbreitet und... Boah, hab ich gelitten in dem Film. Diese riesigen Käfer, die es da gab, ne? Die waren ja sowas von mordseklig. Und sie hat da richtig Spaß gehabt, mit denen da zu reden. Und oh, das ist ja so einer und der ist ja sogar mal nett. Und oh. Nee, boah, dieser Film, ne? Das war ja, boah, der Schlimme. Oh, da war noch ein Viech, aber da hat sie sich drum gekümmert. Ach, Fohl ist die Goldeinheit, sehe ich gerade. Ach, so ist das. Das ist die Geldeinheit. Wir bekommen jetzt 10% mehr Geld. Ja, finde ich gut. Ich meine, hallo, 10% mehr Geld ist bei jedem Kampf. Ey, wie cool ist das bitte? Dann dürfte ich irgendwie zu viele Treffer abkriegen, dann geht das wieder kaputt oder so. Au. I was just getting warmed up. Bring him on. Oh, wir haben ein Insektenbein erhalten. Ein Insektenbein. Ich laufe jetzt einfach an dir vorbei. Warte mal, da ist bestimmt was. Nur schöne Aussicht. Nein, doch nicht nur schöne Aussicht. Kann ich dich jetzt mal untersuchen? Danke. Frischer Salbei erhalten. Komm mal her, du großes, wabbeliges Ding. Bist du die Fledermaus von vorhin? Ja, was sieht so aus? Oh, Fledermaus, bewegt deinen Arsch hin. Oh. Wonderful. I'm so glad everyone's safe. Zwei Brombeeren erhalten. Da ist jetzt nochmal was Schönes. Wir erhalten Items. Items sind was Gutes. Da ging's lang, ne? Ah, wie lang ist denn dieser Weg noch? Und wie viele Viecher kommen da noch? Es ist so eintönig und unabwechslungsreich bisher. Ich meine, dass da jetzt eine Buchlandung kommt, das war sowas von Captain Obvious. Ich meine, hallo, wenn die da einfach nur gelandet wären, das war ja kein epischer Spielereinstieg gewesen. Und dann, dass die Insekten dann hier nicht mit herkömmlichen Waffen zu besiegen ist, ist wohl ja auch klar. Na, das ist ja nichts Neues. Ah, Entschuldigung. Aber irgendwie, ich meine, weil wenn man sich bei Final Fantasy 13 klug angestellt hat, da konnte man ja nichts noch ausweichen, aber irgendwie entweder bin ich zu blöd oder ich weiß auch nicht. Ich lass meine Tussi in Ruhe. Na, komm her. Wonderful. I'm so glad everyone's safe. Oh, verzieht sie das Gesicht. Ich habe keine Ahnung. Und ich musste unbedingt mal angucken, was man tun kann, damit diese Tafeln hochgehen. So, jetzt habe ich schon wieder das ausgemacht. So, da müssen wir hin
Und da ist wieder ein Ausgang, deshalb gehen wir hier hin. Wir können da irgendwas ansprechen. Da ist irgendeine Aktion, sagen wir es mal so. So. Hallo? Was ist denn da bitte? Here we go. Na toll. Dann heißt dieses Symbol anscheinend irgendwas anders und nicht, dass man. Wahrscheinlich heißt es, dass ich von da oben da runter springen kann und nichts anders. Käfer, geh einfach aus der Sonne. Genauso wie die Fledermaus. Ich habe jetzt gerade null Bock auf dich. Ja. Hier ist dann wieder richtig. Wobei hier dieser große leere Raum mir irgendwie nicht so gefällt. Ja, das habe ich mir gedacht, dass hier ein Speicherding ist. Nicht Speicherding, sondern. Und hier ist noch so ein Loch. Kann man dann nochmal ansprechen? Ich hab's mir fast gedacht. Gut, dann wollen wir mal hier raus. Hier könnte man wieder Erz abbauen, aber das kann noch keiner. Gut, dann geht's jetzt hier raus, in der Hoffnung, dass es uns jetzt irgendwas gebracht hat. Vielleicht kriegen wir eine Cutscene oder so. Nee, aber ein Speicherpunkt. Das ist doch toll. Was sagt denn die Karte hier? Dass wir irgendwo noch da oben anscheinend müssen, weil da oben irgendjemand noch lebt. Wir machen jetzt erstmal das Viech platt in der Hoffnung, dass wir das tot kriegen. Come on, let's do this. Just keep your cool. Alter, macht der Damage. Gegenstände. Na jetzt. Oh, Himmel, Himmel, Himmel. Hallo, hallo. Wichtig. Ist ja schlimm hier. Was ist mit dem Zorn? Achso. Ich habe ihn aktiviert. We did it. Nicely done. Diligence, diligence. I must become stronger. Ja, das hätte uns jetzt gerade schon fast umgebracht. Das ist irgendwie nicht so gut. Und demnach hole ich mir jetzt hier noch die Kiste. Naturwasser erhalten. Was bist du? Du bist einfach nur Deko. Und dann. Machen wir einmal eine entsetzliche Kamerafahrt. So. Und eignen uns hier diesen Speicherpunkt an. Jetzt klatscht mir das Viech noch. Das will ja unbedingt noch verhauen werden, so wie es aussieht. Und jetzt sterben wir nicht, sondern macht die einfach platt. Und tot. I was just getting warmed up. Bring him on. Maybe now I can be of some help to everyone. Ja, du bist eine große Hilfe, sagte ich ja schon. Ach ja. So. Nachdem wir das geklärt haben, mache ich dann jetzt hier erstmal wieder Schluss. Ich heile, glaube ich, erst nochmal.
Oder sollten wir die Speicherstände heilen? Ich werde das gleich einfach mal testen. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Star Ocean The Last Hope. Bis dann!